Der Hamburger Hafen ist der größte Hafen in Deutschland und der drittgrößte Europas. Jede Hafenrundfahrt in Hamburg beginnt in der Regel mit einer Fahrt auf den Fleet durch die Speicherstadt. Der Terminus Fleet leitet sich vom plattdeutschen Fleeten auf Hochdeutsch Fließen ab. Vorbei am Gebäude der Hafenpolizei bzw. dem Wasserschutzpolizeirevier 22 geht's in den Wiederkehr Fleet. Wenig später passieren wir das ehemalige Kesselhaus. Ursprünglich lieferte das Kesselhaus Energie für eine benachbarte Maschinenzentrale, die das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf für den Antrieb von Winden für die Speicher verteilte. Heute ist hier das Infocenter der Hafen City einquartiert. Danach rechter Hand das Fleetschlösschen, heute ein Kaffeehaus, früher ein Zollgebäude. Weiter geht es entlang dem St. Annenfleet, dem holländisch Brockfleet, durch den Brockhafen in den Magdeburger Hafen. Über den Magdeburger Hafen erreichen wir die Norderelbe. Die Norderelbe stromabwärts fahren wir Richtung Landungsbrücken. Vorbei am Unilever-Haus, einem modernen, innovativen und mehrfach preisgekrönten Bürohaus. Gleich daneben der Marco Polo Tower mit den teuersten Wohneinheiten Hamburgs. Nun geht es entlang der Mole parallel zur Hafen City. Nach der Elbphilharmonie kommen wir bei den Landungsbrücken vorbei. Gegenüber von den Landungsbrücken liegen die Docks von Blohm und Voss, eine der letzten Großwerften im Hamburger Hafen. Die Buxierer sind die Kraftlackel im Hamburger Hafen. Sie helfen, die großen Schiffe im Hafen zu positionieren. Die ehemalige Fischauktionhalle in Altona findet heute als Veranstaltungsort Verwendung. Der Hamburger Hafen besitzt 4 Containerterminals. Er ist nach Rotterdam der zweitgrößte Containerhafen Europas. Weltweit liegt er diesbezüglich an 14. Stelle. Die Liegezeit der größten Containerschiffe in Hamburger Hafen dauert nicht länger als 48 Stunden. Durch die Ellerholzschleuse erreichen wir den Reiherstieg. Die Info, dass mittels der Schleusentore Flundern gepresst werden, ist falsch. Die Schleusen sollen verhindern, dass der Hafen versandet. In den Trockendocks der Norderwerft werden Schiffe alle 5 Jahre der Schiffsklassifizierung einer Art TÜV für Schiffe unterworfen. Weiter Richtung Norderelbe geht's wieder vorbei an der Elbphilharmonie. Und schlussendlich erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt am Baumwall.